Nächster Redner, Hermann Gahr, ÖVP. Was die Wirksamkeit und die Treffsicherheit von Petitionen und Bürgerinitiativen betrifft, viele Themen schaffen es über diese Petitionen und Bürgerinitiativen in den parlamentarischen Prozess. Und ich glaube, es liegt an uns allen, dass wir gemeinsam daraus das Beste machen und dass wir die Bürgeranliegen ernst nehmen. Und es wurden ja positive Beispiele heute ja bereits erwähnt, gerade die Blackout-Vorsorge. Ja, das Thema ist angekommen. Wir müssen das Thema fördern. Mal der Kollege von der FPÖ hat ja das direkt gefördert mit einem Förderprogramm. Aktuell gibt es durchaus auf allen Ebenen, auf Bundesebene über das österreichische Bundesheer, auf Landesebene durch die Landesregierung, auf Gemeindeebene und auch im zivilen Bereich, dass es hier durchaus Maßnahmen und Überlegungen gibt, die Blackout-Vorsorge in Österreich auszubauen. Und ich glaube, es ist notwendig und wichtig. Ein weiteres Thema, der Klimaschutz, wurde bereits ja heute hier schon erwähnt. Es geht gerade in dieser Zeit darum, dass wir uns unabhängiger machen von fossiler Energie. Und aktuell gibt es durchaus unterschiedlichste und vielfältige Überlegungen und Programme und Initiativen, den Klimaschutz in Österreich auszubauen. Wir müssen ganz einfach weniger Abhängigkeit bekommen von fossilen Energieträgern und von Energieimporten. Wir müssen Photovoltaik ausbauen. Wir müssen aber dort die Wasserkraft ausbauen. Wir müssen die Windkraft ausbauen. Also ein klarer Auftrag an uns alle, hier im Klimaschutz aktiv zu sein und den Klimaschutz in den Vordergrund zu stellen. In diesem Sinne lade ich ein, dass man durchaus auf die Bevölkerung zugeht, wenn es darum geht, Bürgeranliegen in das Parlament zu bringen. Ich bemühe mich immer wieder und lade die Menschen und die Bevölkerung ein. Man kann sich damit direkt mit den Menschen in Verbindung setzen und sich austauschen und hier Wege und Lösungen zu finden. Gerade als Tiroler muss ich sagen, in einem Jahr haben wir einige Petitionen schon eingebracht, was das Thema Lärmschutz und Verkehr betrifft und durchaus da und dort Erfolge erzielen können. In diesem Sinne sollten wir das Positive erwähnen, nicht nur jammern und vielleicht Trübsal blasen. Danke.